eine Möglichkeit, richtig gute Jauche zu machen. Oh, der Titel ist nicht so ganz klar. Effektive Mikroorganismen, regenerative Mikroorganismen, nachhaltige Landwirtschaft. Wir haben diese Begriffe alle so versaut. Naja, anstelle von grünem Pflanzenmaterial nehmen wir braunes Pflanzenmaterial. Grünes Pflanzenmaterial hat sehr viel Stickstoff, braunes hat sehr viel Kohlenstoff. So kann man halt einfach mal eine ganz andere Mischung machen. Aber ihr könnt die auch wieder kombinieren. Also hier kommt auch noch frisches Pflanzenmaterial rein. Weinwell, das müsst ihr euch vorstellen, habe ich jetzt nicht vorbereitet. Das ist alter Mist aus dem Vordach von den Hühnern. Hefe ist sehr gut für den Kompost, weil er Sauerstoff produziert zum Beispiel. Und das hilft natürlich allen im Kompost. Aber in der Jauche wird das auch super sein. Und das ist hier Kaninchenmist, weil je bunter die Mischung, umso besser die Rotte beim Kompost. Und das kann man so ein bisschen auf die Jauche übertragen. Je abwechslungsreicher sie ist, umso besser ist sie nachher für die Pflanzen. Also, weil ich keine Kaninchen habe, habe ich mir von der Nachbarin Kaninchenmist geholt, habe die Hefe vor einem Tag drin aufgelöst und da kommt jetzt ein Schluck rein. So, denn wenn man jetzt im Thema effektive Mikroorganismen bleibt, sage ich mal, und die selber macht, dann ist es immer gut halt, um die Richtung so ein bisschen vorzugeben, und es ist die Richtung, geht ins Saure, und deswegen ist es halt ganz gut, wenn man ein bisschen Apfelessig immer mit rein macht einfach. Um dem halt ein bisschen näher zu kommen. Genau, das sind jetzt hier mal gekaufte effektive Mikroorganismen. Meiner Meinung nach braucht ihr die nicht kaufen. Wenn ihr das selbst macht, reicht das aus. Ich habe die jetzt aber auf jeden Fall mal für den Teich gekauft, weil das soll, also da bin ich einfach auf das Ergebnis gespannt, halt jetzt ein paar Monate den Teich zu machen und wenn das Wasser dann wirklich sauber wird. Also darauf bin ich einfach gespannt. Das riecht auch leicht sauer und das Schöne ist, ihr könnt eigentlich echt alles damit im Garten machen und zur Not, wenn ihr es denn mal trinkt, passiert auch nichts. Es gibt so eine schöne Geschichte, da hat ein Kind halt sich die Hände gewaschen mit so einer Sprühflasche, die im Garten rumstand. Und bei allen Leuten hätte das bedeutet halt, ja, der sprüht sich jetzt irgendein Gift auf die Hand. Und bei uns waren es halt effektive Mikroorganismen. Und da kann halt wirklich gar nichts passieren. Also ganz schön. Was immer noch wichtig ist, ist Zucker. Löwenzahn ist auch sehr gut für Jauche. Deswegen hier Löwenzahnblütensirup. Ist jetzt vergoren. Deswegen habe ich den Zuckeranteil. Und halt auch einen Löwenzahnanteil. Wie gesagt, Beinwelle stellt ihr euch vor. Was immer noch gut ist, ist halt Salz. Das finden wir zum Beispiel bei der Kuhverdauung. Also die Kuh hatte produziert in ihrem Magen dann auch Salz halt, ja. Und am Ende ist Salz halt, sind es Mineralien. Und Mineralien brauchen die Pflanzen halt. Deswegen nehme ich Meeresalgen. Also ihr könnt auch so normales Salz nehmen. Ich habe einfach jetzt immer noch ein bisschen Meeresalgen da. Dann können die immer noch in die Jauche mit rein und dann habe ich den Salzanteil erledigt. Und was jetzt noch ganz schön ist durch die Temperaturen, ist der Hühnermist direkt schon auf den Kotbrettern getrocknet. Deswegen kann ich jetzt mit getrocknetem Hühnerkot arbeiten. Also das ist sehr spannend. Oder auch aufheben. Immer noch mit Urgesteinsmehl. Also viele machen auch Urgesteinsmehl in die Jauchen. Ich mache Urgesteinsmehl immer gleich auf die Kotbretter. Dann zieht es schon mal ein bisschen die Feuchtigkeit aus dem Hühnerkot und neutralisiert die auch ein bisschen. Hier Kombucha habe ich mal wieder nicht geschafft, da ist halt auch wieder Zucker und halt ein Pilz halt ist eine wichtige runde Sache für eine gute Jauche. Oh, scheiße, Schokolade. Ist nichts passiert, man muss immer mit der Bohleschale aufpassen. Dann mache ich noch so ein bisschen selbst, also diesen Bokashi-Ferment-Eimer müsst ihr euch nicht holen. Ich arbeite da so mit Tonnen, wo ich halt mal Wasser reinkippe und dann das Wasser wieder rauskippe, damit das halt wirklich feucht ist, das Material, oder unter Luftverschluss halt fermentieren kann. Deswegen das Wasser wieder raus. Und da habt ihr dann auch immer einen schönen Dünger einfach. Also das ist jetzt das Wasser aus einem. Ich habe mehrere Tonnen jetzt, wo ich fermentiere, so ein bisschen testweise. Das ist dann auch für den Reaktor. Vor allen Dingen sind das die Starterpakete. Und das ist jetzt die Flüssigkeit aus der Tonne. Hat man jetzt ganz viele Nährstoffe schon, Mikroorganismen eh schon drin. Also für den Start ist das super. Und dann haben wir noch das Enten. Das Entenfutter ist immer ein Wasser und da ist ja sehr viel Getreide drin und so, sehr viel Stärke denn. Und deswegen, und das muss man auch immer mal wieder frisch machen. Und so haben die ganzen Organismen halt gleich eine Menge zu essen. Deswegen kommt jetzt das Entenwasser rein. Genau, da schnattern die ja immer drin rum. So.